Welt. Von hier zu wissen, dass er in Flammen steht. Die Menschen holen zum letzten Schlag aus. Lösche sie ein für alle Mal aus. Perfekt! Hervorragende Arbeit, Crypto! Hast du das auch gesehen? Darauf kannst du einen lassen. Was hast du gesehen? Ein kleines grünes Männchen in einer Untertasse, das die beste Einheit der US Army ausgelöscht hat. Ja, gut, ich auch. Grün? Nicht grau? Mach dich nicht lächerlich. Weißt du, was das bedeutet? Natürlich. Was denn? Das heißt, die Zeitungen hatten ausnahmsweise mal recht. Ruf Silhouette an. Der schlimmste anzunehmende Fall ist eingetreten. Lagen die Streber etwa richtig? Ich glaub's ja nicht. Solltest du aber. Roswell war erst der Anfang. Die Invasion hat begonnen. Erinnern, wo ich geparkt habe? Mein Auto ist irgendwie größer geworden. Und runder. Und irgendwie Untertassen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Und langes, welliges Haar wie Libera. Moment mal. Da, wo bin ich? Oh, das sieht aber nicht so richtig nach dem Kuchenwettessen aus. Oh oh. Oh oh. Was geschieht mit mir? Oh Gott, bitte nicht. Oh bitte, das kitzelt. Zeit für die Sonde. Oh ja. Genau da, nicht aufhören. Oh, das fühlt sich wunderbar. Klappt immer. Beeilung, Crypto! Die Polizisten sind unterwegs. Ab in dein Raumschiff! Und Verwirrung, indem du den Entführungsstrahl aktivierst und Gegenstände oder Lebewesen schweben lässt. Du kam aus dem All! Der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichelecker um ihn herum auszuschalten. Mich zu beschützen. Zeit für die Bühne. Hals und Beinbruch, Bürgermeister Krypto. Sag den Menschen, alles sei normal. Kein seltsames Zeug. Oder besser, nur das normale, seltsame Zeug wie jeden Tag. Der Erfolg unserer Mission hängt davon ab. Aber jetzt Beeilung, Crypto! Die Versammlung beginnt bald! Keine Unterwäsche. Alles ist frei und beweglich. Eisenhower ist okay, aber Nixon hat noch ein paar Tricks auf Lager. Huffman ist nicht mal der Rede wert. Ich mag meine Bessie. Bessie?
Steak. Jede einzelne von den verdammten Kühen und dann sah es so aus, als hätte es den armen Viechern so ein Gerät in den... Und nach all dem habe ich nicht mal Miss Rockwell kennenlernen können. Die stolzierte einfach vorbei und trug sie richtig hoch. Feldfrüchte in Kreise gelegt, wie riesige Traktorreifen. Da geht unser Erspartes hin, habe ich meinem Edgar gesagt. Keine neuen Schuhe für die Zwillinge. Unsere Darlene muss wohl noch ein Jahr mit diesem Überbiss rumlaufen und... Grüße, meine ebenfalls menschlichen Agrarökonomen. Hier geht nichts Besonderes vor sich. Alles ist normal. Macht mit eurem erbärmlichen menschlichen Alltag weiter. Vielen Dank. Da brat mir doch ein Holzstoff. Was nach Majestic aussieht. Zeig ihnen, was Zerstörung bedeutet. In der Kuhle! Der Gefreite bedauert ihn. Irgendwas heilig ist, was muss ich tun, um ein wenig Wasser zu kriegen? Kommunist! Das alles. Das ist krass. Mach so weiter. Lass mich runter. Das alles. Oh, nett. Du kannst nicht. Du bist tot. Heilige Scheiße! Außerirdische! Es ist Zeit, die Majestic-Plage in dieser Stadt zu eliminieren! Finde den Majestic-Stützpunkt in dieser Stadt und zerstöre ihn! Zerstört! Also, was ich erinnere mich, wie Dr. Fritzenburger in Peenemünde Zucker in die V2-Rakete gekippt hat. Oh, was für eine Schweinerei! Diese Amerikaner haben einfach keinen Humor. Vor eurem Anblick wird mir speiübel. Widerliche Menschen. Was hast du herausgefunden? Sie haben Mutanten, das steht fest. Piraten? Ich verstehe die nicht.
frage mich, wie ich in einer anderen Farbe wohl aussehen würde. Das heißt, braun wäre das neue Schwarz. Er wurde von einem Stuhl getroffen. Die Zionierung zu zeigen. Sie sind eben einfach schlauer, als gesund für sie ist. Zum Töten! Brennt um euer Leben! Heilige Scheiße! Außerirdische! Extraterrestrische! Und ihnen ist das Kaufen aus. Grundgültiger! Das ist ein Außerirdischer! Steh! Oh! Nicht schon wieder eine Außerirdische Invasion!